Ich bin ja so einer, der nicht gerne morgens aufsteht. Na, weißt du, wenn ich ins Bett bin, vor Nacht, um 12 Uhr, halb eins, um eins bin ich, habe ich erst pennen können, wegen Husten und wegen Vollmond draußen, ja. Dabei hatten wir nicht mal Vollmond. Doch, wir ja. Nee, der ist nicht ganz voll gewesen, dann müsste diese Tage jetzt auch mal passieren. Nee, bei uns ist er ganz voll, ja. Also hier war er ganz voll heute früh. Ich habe nur gesehen, wo ich auf Steffi auf Arbeit gefahren habe, also vorgestern. Vortag. Jetzt hat meine Cola. Oh. Jetzt hat meine Cola ein bisschen wegstellen, bin ich hier. Einfach Flapper so. Oh, jetzt kommt nicht mehr mein. Oh, warte, ich bin noch nicht so breit, weit. Breit? Das bin ich erst Samstagabend. Also Samstagabend brauchst du nicht mit mir rechnen. Warum Samstag? Ja, bei Osterfeuer. Oh, ah, yeah. Und dann. Ich bin blau. Ja, bin ich dann auch. Sascha, machst du Video heimer? Oben ohne. Tanzen. Ja. Körper, dann hast du viele Likes. Dislikes, ja. Nee, Likes von Weibern. Glaube ich nicht. Ja, wollt ihr mal unseren Sascha sehen? Ja, aber dann, ne, weißt du. Eine Frau. Weiß Bescheid, ne? Dann gibt's einen. Sascha, LPG Sauerland sucht dich. Wir brauchen eine Frau für Sascha. Weißt du, was da kommt? Ja, eine, die viel Hektar hat, hoffe ich ja mal. Oh, die hat uns sehr viel Hektar, du. Aber nicht am Feld, sondern im Bauch. Auch so eine, die der morgen schon Nutella ist, ne? Vom Löffel. Die der Nutella mit Brötchen ist. Schreibt man zu später Stund, der Stund dann groß, ja, war? Keine Ahnung, Google das auch im Duden nach. Zu später Stund. Noch. Getreidemund. Ein bisschen. Ach ja, Kruppern habe ich auch falsch geschrieben. Ja, Doppel B, ne? Ja, mit Paul war. B. Bärbel. Ja, Bärbel, Doppelbärbel. Unveröffentlicht. Die Bärtram. Nee. Haben wir auch noch Deutschkurse hier einführen. Sagst du mir, wenn wir fast hinten sind? Ich sag dir Bescheid, wenn du im Graben bist. Gut. Du weißt ja, wir ziehen das ja von deinem Lohn ab. Hier kriegt man Geld? Ja. Wir sind fast da. Und wenn du mir genau sagst, kriegst du sogar noch einen Obolus. So, ich habe erstmal gebremst. Knapp jetzt, du. Nee, das ist alles gekonnt. Das sind meine Fahrerskills. Hab ich alle im Ödland gelernt. In Jütland, ja. Im Ödland, Fallout 4. Ich weiß doch. Da hab ich meine ganzen Skills gepusht. Du kannst mal lieber Tom Clancy kaufen, dass man helfen kannst. Ich habe schon zwei Aufgaben, wo ich die weiterkomme. Ich habe erstmal Wichtigeres. Ich muss immer Gamescom-Tickets für den Donnerstag klar machen. Das hat jetzt Vorrang. Und dann muss ich noch zwei neue Straußhosen haben. Das hat jetzt Vorrang. Das sieht ja irgendwie so sinnloses. Wie so ein sinnloses Ballerspiel. 11 Uhr. Bis um 11 Uhr. Das sind 8 Stunden. Von jetzt an, ja. Ne, 9 Stunden so. Ja, und dann? Dann dreh ich mich nochmal um. Ich kann dich dann wecken. Nö. Wie willst du mich denn wecken? Ich komm vorbei, dann mache ich mit der Bohrmaschine. Das brauchst du nicht, das kriegt Fallern auch schon hin. Da rufe ich ihn mal an. Herr Rex, Sie sollten Ihren Sohn wecken, der wollte aufstehen. Ja, weißt du, hast schon Doppelhaus hier und der wird trotzdem immer noch Krach gemacht, obwohl die nebenan wohnen.
Ja. Gut, Sascha. Das sag ich, da wollte geweckt werden, früh so um 5. Ja, ja. Wieder eine Spaten, der mich da morgens um, Sonntagmorgens um kurz nach 5 anruft, ne? Und ich wusste gar nicht, was so, ich bin voll. Der Spruch fällt Samstag auch wieder sagen. Ach ja. Weil der Fahrer wieder da drinnen sitzt, da kriegt ja richtig Angst. Muss ich mal sehen, wie ich die Warning noch rauskriege. Aber ist ja nur eine Warning, ist ja nicht schlimm. Das ist eigentlich für eine alte Baracke hier. Wo? Ja, hier das alte Gammelhaus hier, was auf der Ecke steht. Keine Ahnung. Was das mal gewesen ist. Boah. Musste man Herrn Andy fragen. Vielleicht weiß er das. Wie lange du brauchst. Wofür? Na, ey, wenn du hier den Vogelweg langfahren würdest, wärst du viel schneller. Ja, kann ich aber nicht heizen. Da heizt sich, na klar, da heizt sich da drüben mit 40. Ne. Wir wollen ja auch ein bisschen am Realismus bleiben, ne? Das Beste ist, wenn du zwischen Feld 7 und 5 den Feldweg hinfährst, da ist schon ein schönes tiefes Loch. Ey, da haut's die Kache sonst wohin. Aber ich sollte nicht auch mal auf die Karte gucken. Wo? Zwischen 5 und 7? Ja. Ach, da unten. Ja, ja, die kleine Ecke da. Ah ja, da habe ich den Rübenruder schon mal reingeschmissen. Ne, da ist kein Wasser. Ne, da gibt es so ein Schlammloch. Das Schlammloch da noch, oder war das? Ja, das ist ja dann da. Ausfahrt Feld 5, ne? Ja. Ja. Und da bin ich auf der anderen Seite zum Feld, da den Rübenruder reingeschmissen. Irgendwann hatte ich diese ganze Map einmal leer geerntet, danach hat das nicht mehr funktioniert, habe ich immer Bad Allocations gekriegt. Das habe ich aber auch schon ewig nicht mehr erlebt, dass ich Bad Allocations hatte. Aber das Safe Game war hinüber. Ich weiß nicht, ob das an den ganzen Cosplay-Kursen lag. Das vielleicht. Ich hatte ja irgendwann da, glaube ich, 20 oder 25 Kurse da eingespeichert. Ja, jedes Feld hat einen eigenen Abfahrer, ne? Ja. Dann hast du noch den Überladewagen. 5 Personen erreicht, ey, also die Leute. Ja, und das um die Uhrzeit. Mal gucken, wenn in der DDR Mods Gruppe noch einer wach ist. Keine Ahnung. Aber gleich sehen. Ein, zwei Personen gibt's da ja immer, ne? Mhm. Oh, Blinker geht auch. Mhm. Ganz Tag immer vergessen, Blinker anzumachen. Gary Schneider gefällt. Ob das ihr wisst. Irgendeiner ist immer wach, ist Wochenende, ne? Ja. Nein, nun komm. So, jetzt zieht er ja gerade noch so eben.
Oh, jetzt bimmelt mein Handy wieder. Was will die Alte denn wieder? Meine Fresse. Fahren wir morgen Osterwiese? Nee, fahren wir morgen nicht. Weil die morgen zu hat. Oh, der schreibe ich erst nicht zurück. Siehst, wie das jetzt aussieht. Jedes Jahr fragt ihr mich, ob wir auf dem Karfreitag zur Osterwiese fahren, ne? Jedes Jahr. Und ich habe jetzt jedes Jahr erklärt, dass Osterwiese freitags zu hat. Warum? Gut, das ist genau. Oh das Mann, ein weiteres Foto ist dafür von mir Bergmann vom Leipziger Westen. Hier ist das Zentrum genau noch im Bau. Hier steht in dieser Gegend. Heute steht in hier unter dieser Gegend das Salesener. Wir haben Salesener hingesetzt. Scheiße. Noch einmal voll schmeißen und dann feiern oder was? Können wir machen, ja. Bist du da? Nee, ich bin auf dem Weg. Gut. Bin zwischen Feld 7 und 11. Wenn möglich, bitte jetzt rechts abbiegen. Please hold the line. Sie sollen doch sofort jetzt rechts abbiegen, habe ich doch gesagt. Warum machen Sie das nicht? Warum soll ich denn rechts abbiegen? In das Schlammloch rein. Kann ja auch so einem Navi noch eine zickige Version erstellen. Puh, sag jetzt gar nichts mehr, fahr lang, wo du willst, weiß ja eh alles besser. Ja, oder? Du musst jetzt nicht rechts abbiegen, aber das wäre die schnellste Route. Mhm. Ist aber schuld, wenn du es nicht machst. Weißt du? Vorhin sagt, hier musst du jetzt links und zeig nach rechts. Ja. Das war beim Kumpel, ja, mit dem LKW gefahren. Der hat doch eine Frauenstimme drin. Kollege ja. Gefahren. Kommt der Witter. Wenn möglich, bitte jetzt rechts abbiegen. Immer noch Stimme. Ey, der war entsetzt. Der hat mir da so einmal gefallen. Das kennt der Stimme war von alten war. Okay. Ich mach auch mal Frau rein auf die Höhe, eher. Ich hab jetzt, auf dem Handy nutze ich es jetzt nur noch. Ich hab kein Navi mehr. Das Handy, das was hier drauf ist, das Google Maps, das ist so gut. Ja. Musste mal Navigon runterladen mit der Stimme Detlef. Hurra, hurra, jetzt sind wir da. Wenn du am Ziel ankommst. Ja, jetzt rechts fahren. Das ist total witzig. Beleidige auch nicht meinen Vater, bitte. 500 Meter rechts. Hört. Was denn? Soll nicht meinen Vater beleidigen. Ja, ich kann nicht dafür, dass er so heißt. Ja, ich weiß. Das ist die Navi-Einstellung. Es gibt auch ganz andere Sachen. Da kommst du, komm, gib Gas. Ich geb doch Gas. Geh weiter auf den Hahn. Dann dreh die Möhre hier höher. Habe ich doch erst gestern. Ja, dann macht das, der 180 läuft oder so. Ich finde das so geil, dass der Trecker wird nicht trägt, nur das Rad. Und das Beste ist noch, wenn du jetzt auf das Rad, auf das Hinterrad guckst, das eiert wie eiert. So hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Lustig, ne? Normal. Wir sollten uns irgendwann trotzdem mal vielleicht einen LKW zulegen oder sowas. W50. Ja, oder Tatra oder was weiß ich denn. Mit der dicken Mulde. Gibt's ja nicht, wir sind DDR. Da sind wir doch auch. Aber wir ziehen ja eh bald um. Schönbeck. Schönebeck. Schönebeck? Ja, nicht Schönbeck. Schönebeck heißt das. Aber manche fahren doch nicht nach Danzig, die fahren nach Danzig. Wenn du weiter vorfährst, knallst. Du hast mein Ruhe schon im Dings. Was hab ich? Lass mal ein bisschen langsamer werden. Mein Auspuffrohr hängt schon in der Kabine. Dankeschön. Achso, ich hab gerade gedacht, ich hänge bei dir eine Kollision drinne. Boah, dann hättest du nämlich einen fetten Leck. Oh, kein Lex, ne? Das läuft ja wunderbar. Okay, oh gut, es liegt jetzt daran, dass ich gute Verbindung hab, ne? Alle im Bett. Das ist das. Und ist die Map oben mit 200 MB nur groß. Ja, aber das muss Giants echt mal in den Griff kriegen, dass das besser funktioniert im Multiplayer. Wenn du nur mal Loks an den Fehler hast. Sonst können die bald echt aufhören. Dann sind die bald Cattle und Crops. Ich würde die Pico-Bärs mal runter machen, ne?
Hm? Du musst dein Ding da runterlassen da. Lass mein Ding nicht runter bei dir. Ach scheiße, Knopf nicht erwischt. Ferkel. Ja, das ist dieses Rad. Wenn das ist leicht empfindlich, wenn du dazu doll auf dieses Rad rauf und runter stellst, dann kann es schnell passieren, dass du den aus Versehen ausschaltest. Oh. Der Tempomat. Das hätte scheinbar besser lösen müssen. Mit so einem Wippschalter, den man einfach nur nach oben drückt, dann geht er automatisch wieder zurück. Ja. Oder so. Beziehungsweise Mad Cat, der E-Tech. Hast du meinen WhatsApp-Bildschirm gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Ich habe WhatsApp ausgemacht. Also, nee, ich meinte mein Profilbild. Nee, habe ich auch nicht gesehen. Eine Kuh mit einer fetten langen Zunge steht drin. Aufgewacht. Stehst du jetzt freiwillig auf oder soll ich nachher? Wie schlägt denn dich ab, du? Ja, da kriegst du den übelsten. Ich bewahrt mir hier zwei neue. Den Max und den Steve. Und hatte ich auf dem Server übelst viele Anfragen von mir, von den normalen Azubis hier, Mitspieler, weißt du? Das waren mindestens 60, 70, 80 Einträge, weißt du? Hintereinander. Innerhalb von einer Stunde. Ja. Da hab ich gedacht, was ist denn das? Hab den Server ausgemacht. Haben dann irgendwie auch nie angekriegt gleich und dann kam es ein kleines Missverständnis mit mir und Max. Der hat gesagt, er hat Angst, er hat gedacht, dass man nicht allein auf dem Server bleiben kann, aber das habe ich gesagt heute, habe ich geklärt. Und weißt du, was es war? Der hat ein Programm, Mod Manager, der tut einzeln die Mods runterladen vom Server. Und er fragt jeden das mal nach. Und der, was einziges Gutes ist, der zeigt dir an, welche neu sind und welche nicht neu sind. Wenn was drauf ist. Finde ich nicht schlecht. Der in seiner Mutter und er machen irgendwie ein Online-Shop für AK. Muss mal gucken, AK Profi 24. Der sagt mir was. Ich glaube, da wollte ich demnächst noch mal was bestellen. Ich glaube, das war da mit der mit den Gendarmen. Bin mir da jetzt aber selber nicht sicher. Bin, groß. Tüdüt. Wie unser Kollege mal. Du kennst eine Ameise, kennst du ja, ne? Der hat eine Hupe normalerweise. Ja, ja, er macht immer selber Tüdüt. Nein, oh, wer zu stark ingeschlagen hier. Hoch mal lieber Ene. Oh. 11 Stunde 7 Minuten drauf. Wie lange? 11 Stunde 7 Minuten. Das Gewandhaus mal außer Heil, Scheiße. Oben sie weg. Da lagen sie in Trümmern, die Überreste der Paulinerkirche. Nach der Sprengung am 30. Mai. Dachen? Ach, das war. Da war Wasser davor, was der Bauplatz ist. Aha. War nicht gewusst. Machst du denn da nebenbei? Bilder angucken vom Leipzig-Album bei Facebook. Da zeigen sie auch wir hier, der Bahnhof, wie sie die Unteretagen gebaut haben, in die Promenaden. Ist geil. Wenn du mal siehst, du das kenn ich gar nicht. Das müsste der Bayerische Bahnhof sein. Noch eine Kirche gesprengt. Zentralstadion mit den
ganz großen Flutlichtern, was es jetzt nicht mehr gibt, weil es ja ist jetzt RB. Und hier ein Großbrand vom Heizkraftwerk heute in der Anunitsche Straße. Das ist also nicht weit weg von uns hier. Da muss es ein Heizkraftwerk gebrannt haben, übelst. 63. Wir sind ja gleich am Ende angekommen, ne? Mhm. Nur mal so zur Information. Willst du das Geld haben, ja? Na schade, aber hat das doch reagiert. Nächstes Mal sage ich nicht Bescheid. Ich war schon drin in der Maschine, ich bin extra vorgefahren. Oh, das war zu weit. Ja, ja, ach man. Fahr weiter, fahr weiter. Fahr weiter. Ich muss mich so einen Kurs einstellen. Ja, ich bin von der Pedale abgerutscht. Ich muss mir noch mal so Anti-Rutschsocken besorgen. ja, du pustest in die falsche Richtung. Durch. Das ist auch so ein dicker Fehl, ey. Oh, jetzt wird Zeit, dass wir aufhören. Ich kann nicht mehr fahren. Ja, ich merk's. So, ich geh nochmal auf den Desktop. Was ist denn das hier? Oh. Ein Brühl, okay. Hat sich hier nicht viel geändert. Hier auch nicht. Ingrid Klatz schickt uns das Foto 81 vom Leipziger Schwimmstadion. Kinder- und Jugendsportathleten. Was ist das? Kenn ich nicht. Oh, hier noch eine alte E-Lok drinfährt. Ort der Elefanten und so. Der erste Concorde in Leipzig. Was ist denn das hier? Hä? Johannes Schulze arbeitet als versteckt von der Oper. An Bau der Oper. Von der Baustelle fotografiert er die Kreuzung der damaligen Kreuzungsplatz. So, noch einmal hinjuckeln in der Ohr. Oh, bald tanken. 81 Liter bloß noch. Ich. Auf Feld 5 steht, der 15 steht irgendwo die Dings. Netter bei Biogasanlage tanken. Aber einen der wenigen Mapper diesmal geschafft haben, die Modschwaden richtig einzustellen. Mhm. Auf den meisten Maps kannst du echt wie so ein Flachland, ey. Wenn du das siehst, ey. Hier kommst du aus der Osthalle raus, da haben sie mindestens 6-7 Meter alles weggeruppt drunter. Eine Brücke rüber gemacht, dass sie zum Bahnsteig kommen, ey. Und nochmal. Eine Kaufhalle. Eine HO-Kaufhalle. Geil. In Grünau, Ratzelstraße, oh, dort wird da erleben, bei uns ja gegenüber. Oh, der kleine Sascha auf der Wiese. Was für eine Wiese? Ein Park. Hä? Bin ich im Park? Die alte S-Bahn auf dem Weg Richtung Miltitzer Allee. Ist ja geil. So bei uns hinten. Auch in der DDR-Zeit war der Plagwitzer Rangierbahnhof noch voll